Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Blitzkampf hier in Pokémon Kolosseum auf dem Schwierigkeitsgrad Ultra. Ich habe mal schnell meinen Controller jetzt aufgehoben und dann kann es auch schon losgehen. Der Gegner, das gegnerische Team kenne ich, meins kenne ich jetzt nicht wirklich gut. Das muss ich dann mal nochmal gleich durchgucken, was das so für Attacken drauf hat. Und ja, der Gegner hat ein Team, was eigentlich einzig und allein auf Donner ausgelegt ist. Starmie kann Donner, Regeis kann Donner, Porygon 2 kann Donner, Elektroball kann Donner, Magneton kann Donner und Sonnenfeld kann zwar kein Donner, aber egal. Fünf Pokémon, die Donner können. Absolute Anfälligkeit natürlich jetzt so auf Milotic, Schwalbus und Ninjask, weil das sehr effektiv ist. Aber irgendwie werden wir das hoffentlich schon schaukeln können. Also Scaraborn. Scaraborn natürlich sehr viel Angriff. Natürlich vor allen Dingen auf Vielender ausgelegt. Durchbruch wäre noch ziemlich cool, weil bestimmt ein Team-Pokémon vom Gegner, obwohl kann ein Team-Pokémon vom Gegner Lichtschild oder sowas oder Reflektor? Ich meine, glaube ich, das Porygon 2 das? Ich weiß nicht, aber Durchbruch wäre in dem Fall ja nur nützlich, wenn wir sowas wie Lichtschild hätten oder so. Oder Reflektor. Fassade wäre auch noch ziemlich gut. Erdbeben. Schwalbus hat eine sehr hohe Initiative und Schwalbus hat auch Fassade und ein Schutzschild. Das ist geil, Leute. Das ist cool. Jetzt brauchen wir nur noch ein Pokémon mit Toxin oder mit Stachelspore oder sowas. Da hätten wir auch schon unser Pokémon mit Toxin. Aber Milotic hätte jetzt nicht so einen hohen Spezialangriff und nicht so eine hohe Initiative. Die hat zwar Spezialangriff und Spezialverteidigung hier in Milotic, aber ich weiß es ja nicht. Und ihr fragt jetzt sicherlich, wofür ich Toxine oder sowas wie Stachelspore brauche, wenn ihr euch mit Pokémon nicht auskennt. Werde ich gleich noch erklären. So, Ninjask. Ninjask hat Toxin und 181 Initiative. Das ist geil. Also, jetzt weiß ich schon mal, wen ich als erstes in den Kampf schicke. Ninjask. Warte. Ninjask, Schwalbus. Smogmog hat Explosion, Matschbombe mit Toxin, Feuersturm. Na, hat auch Toxin. Mit Explosion kann man natürlich noch hinten im Spiel, also hinten im Spiel meine ich eigentlich das Endgame, so wenn nur noch wenige Pokémon da sind, wenn man das überhaupt so nennen kann, kann man natürlich noch so einen Gamechanger machen mit Explosion. Smogmog auf alle Fälle. Und was kann auch wohl Nona? Jetzt kommt das Schutzschild. Schutzschild, um sich gegen Explosion zu schützen. Das haben wir bei Milotic und Scaraborn nicht. Wohl Nona. Ab geht's. Stadion Phoenix. Einige haben mich auch gefragt, ob man hier ein anderes Stadion auswählen kann. Nein, kann man nicht im Blitzkampf, aber ist auch nicht schlimm. Ich meine, es geht um den Kampf. Es geht nicht um das Kampfareal unbedingt. Ich hätte schon gewechselt, würde es gehen. So, Arealleiter Negamoro. Schickt Starmie und Elektroball. Nein, ich hätte mit Starmie und Elektroball gerechnet, aber Starmie und Magneton. Entspricht ungefähr meinen Voraussehungen oder wie man das nennen kann, mein Vorausschau. So, und jetzt kann ich euch sagen, eins von den beiden Pokémon wird verrecken. Dass Starmie ziemlich gefährlich ist, weil Starmie, glaube ich, auch und nicht nur Donner kann, sondern andere ziemlich richtig gute Attacken, die auch auf unsere anderen Pokémon ziemlich stark einwirken könnten, werde ich Starmie zuerst vernichten. Also, Ninjask, Toxin auf Schwalbus. Und Schwalbus Fassade auf Starmie. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, wieso ich so größenwahnsinnig bin und mein eigenes Pokémon vergifte. Ganz einfach, weil ich absolut keine Ahnung habe und dieses Spiel nicht verstehe. Nein, Quatsch. Ich werde mein eigenes Pokémon vergiften, damit Fassade jetzt Starmie ein One-Hit-KO versetzt. Tja, Größenwahnsinn und Glück oder doch eher Taktik und Verstand? Das ist hier die Frage. Ihr könnt raten, was es ist. Bitte nicht sterben. Ah, scheiße, okay. Ninjas musste sterben, alles klar. Ja, und zwar ist es, ja, Verstand und Taktik. Denn, wenn ich hier Schwalbus habe und mir einfach mal die Attacke Fassade durchlese oder die Attacke Fassade kenne, steht dort, erhöht Angriff nach Verbrennung, Paralyse oder Vergiftung. Das heißt, wenn wir vergiftet, paralysiert oder am Brennen sind, wird der Angriffswert richtig, richtig, ja, in die Höhe getrieben und damit ist Fassade richtig, richtig gut. Und ja, da wir unser eigenes Pokémon, Schwalbus, vergiftet haben, ist in diesem Fall dann, ja, auch Fassade dementsprechend stark geworden. So, dann würde ich sagen, hauen wir noch Smogmog in den Kampf. Und jetzt werde ich damit rechnen, also ich werde sehr stark damit rechnen, dass Elektroball und Magneton beide Donner auf Schwalbus einsetzen werden. Und ja, ich weiß es nicht.
Soll ich Feuersturm auf Magneton? Ach, weißt du was? Ach, ich begehe Suizid. Direkt Suizid begehen. Und mit Schwalbos natürlich davor schützen. Ist ja ganz klar. Und Schwalbos schützt sich natürlich auch vor den Donnerangriffen, die jetzt gleich kommen werden. Vor dem Angriff. Und vor diesem Angriff. Ach nee, achso, der war auf Smogmog. Gut, dass es daneben ging. Tschüss, Elektroball. Tschüss. Da wäre das Elektroball weg. Bumm. Schwalbe schützt sich natürlich selbst und... Tschüss, Magneton. Tschüss. Das ist auch weg. Smogmog. Na ja, gut. Smogmog ist auch weg. Gut, wenn sich selbst in die Luft jagt. Gut, dann haben wir wohl Nona rein und der Gegner hat nur noch ein was hat er noch? Scheiße, was hat er noch? Ein Porygon? Nee, ein Regieis oder ein Regieis, wie auch immer. Gut, das hat auch Donner. Ich gehe davon aus, es wird probieren, meinen Schwalboss anzugreifen mit Donner. Und jetzt überlege ich, soll ich Hitzekoller machen oder Konfustrahl? Bleibe doch lieber bei Hitzekoller. Und Schwalbos probiert es einfach mit Fassade, falls es doch vom Donner nicht getroffen wird. Oh, Schwalbos greift sogar eher an. Ja gut, dann würde ich sagen, ist das Spiel jetzt fast entschieden. Denn Bulldonner greift auch eher an. Und ja, Spiel ist entschieden, ne? Wunderbar, würde ich sagen. Da hatte der Gegner nochmal null Chancen. Und sowas nennt sich ein Arealleiter. Bam, bam. Da würde ich sagen, Negamo, du hast verkackt. Tut mir leid, du warst schlecht. Gut. Ach, die schöne Musik im Hintergrund. Auf jeden Fall. Das war dieser Blitzkampf. Ich hoffe einfach mal, dass er euch gefallen hat. Ich bedanke mich auch, wie immer, fürs Zusehen. Und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.